Mit den Weimarer Kontroversen stellt sich die Klassikstiftung den grundsätzlichen Herausforderungen unserer Zeit. Diskutieren Sie mit uns über die Beziehungskrise zwischen Mensch und Natur. Herzlich willkommen, geschätzte Mitmenschen, zur 6. und damit für dieses Jahr vorerst letzten Weimarer Kontroverse, die die Klassikstiftung Weimar gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Rundfunk veranstaltet, hier im Bauhausmuseum in Weimar oder aber zu Hause an ihren Empfangsgeräten. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und begrüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Helmut Heid und ich habe das Vergnügen, heute mit zwei interessanten Gästen zu sprechen über die Beziehungskrise zwischen Mensch und Natur, eine problematische Konstellation, die wir in den vergangenen Monaten aus verschiedenen Perspektiven bereits diskutiert haben. Wie verstehen wir uns überhaupt mit der Natur? Ist eine andere Natur möglich? Müssen die Klimaproteste radikaler werden? Welche Strategien können uns helfen, um der ökologischen Krise zu begegnen? Was kann Kunst, was kann Wissenschaft, was kann auch ein Laden wie die Klassikstiftung Weimar zum Umgang mit diesen Problemkonstellationen beitragen? Und heute widmen wir uns in diesem sehr komplizierten und variantenreichen Problemfeld einer Thematik, die für uns alle von unmittelbarer Bedeutung ist und die Frage nach der ökologischen Krise in Beziehung setzt zu einer Frage, die schon viel älter ist, nämlich wie kann ein gelingendes Leben oder ein gutes Leben aussehen? Was sollen wir tun? Was sollten wir vielleicht besser lassen? Welche Formen von Lebensführung sind unter den gegebenen Umständen oder auch mit Blick auf die ökologischen Bedrohungsszenarien, denen wir uns ausgesetzt sehen, zu vertreten? Das bedeutet im konkreten Leben häufig auch, was soll ich kaufen? Was sollte ich lieber nicht kaufen? Welche Form von Konsum ist adäquat? Welche vielleicht nicht? Also wir werden über diese Thematik sprechen. Und ich habe dazu die Freude, zunächst Ihnen Nico Pech vorzustellen, der hier in Weimar bei uns ist, außerplanmäßiger Professor in Siegen, einer der profiliertesten Postwachstumstheoretiker Deutschlands, kann man sicherlich sagen. Er zeigt immer wieder, warum weiteres wirtschaftliches Wachstum keine zukunftsfähige Option ist, so der Untertitel eines Buches von 2012. Und zuletzt, gemeinsam mit Manfred Volkers, All You Need Is Less, eine Kultur des Genug aus ökonomischer und buddhistischer Sicht. Herr Pech, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Aus Wien ist uns zugeschaltet Professor Robert Pfaller, der Professor an der Kunstuniversität in Linz ist. Leider kann er nicht leibhaftig hier sein, aber immerhin erlauben die digitalen Möglichkeiten, uns das Gespräch auf diese Weise zu führen. Und immerhin konnte er so seinen Klimaabdruck, seinen CO2-Abdruck etwas verbessern im Verhältnis zu dem Flug nach Weimar oder der Bahnreise. Mit Herrn Pfaller sind unter anderem Dinge wie das Stichwort der Interpassivität verbunden, ein modernes oder das Phänomen moderner Gesellschaften, das Genießen zu delegieren, und überhaupt konstatiert er immer wieder eine gewisse Unfähigkeit der sogenannten Spaßgesellschaft, wirklichen Genuss zu erleben, bringt das in Verbindung mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Beobachtung des Verlustes von Erwachsenensprache, einer gewissen Infantilisierung der Gesellschaft und etwas, was für unser heutiges Gespräch im Zentrum steht, eine Studie von Robert Pfaller, die nicht mehr ganz neu ist, von 2013, die aber doch ins Zentrum führt der Dinge, die uns heute beschäftigen, nämlich wofür es sich zu leben lohnt. Herr Pfaller, ich freue mich sehr, dass Sie mindestens zugeschaltet uns heute unterstützen. Vielen Dank, schönen guten Abend, Herr Heid, schönen guten Abend, Herr Pech. Wir möchten sprechen über die Frage nach einem guten Leben. Das ist eine Frage, die sich in erster Linie sicherlich dem Individuum stellt. Dennoch
kann man auch diese Frage nicht sinnvoll beantworten, ohne sich zunächst Rechenschaft abzulegen über die Konstellationen, in denen wir versuchen, als Einzelne gut zu leben. Und da haben wir mit dem Wirtschaftswissenschaftler Herrn Pech sicherlich jemanden, der, und das gilt für Philosophen ja zumal erst recht, die per se dazu geneigt sind, auch ausgebildet sind, gesellschaftliche Kontexte, innerhalb derer wir nach einem guten Leben streben, ins Auge zu fassen. Und eines der zentralen, vielleicht auch etwas neueren Herausforderungen, die sich dabei stellen, ist das Phänomen der Wachstumsgesellschaft, in der wir existieren. Und wenn gutes Leben darin besteht, dass man innerhalb der bestehenden Verhältnisse erfolgreich agieren kann, dann verbindet sich ja damit schon auch das Problem einer erfolgreichen Anpassung an eine eigentlich problematische gesellschaftliche Organisation. Und ich würde gerne von Ihnen, Herr Pech, in einem ersten Schritt versuchen, besser zu verstehen, was überhaupt aus Ihrer Sicht das Problematische an der Wachstumsgesellschaft ist. Nun, wir haben natürlich eine ökologische Krise dergestalt, dass wir die Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation verloren haben. Man könnte sagen, schon vor 2 bis 3 Jahrzehnten. Es geht also jetzt ans Existenzielle im Hinblick auf die Materialität unseres Daseins. Und wirtschaftliches Wachstum ist für mich schlicht und ergreifend, um es auf einen Nenner zu bringen, die wichtigste Ursache dafür, dass wir unsere Überlebensfähigkeit verloren haben. Nun hat es viele Versuche gegeben, das Wachstum zu entschärfen, nur um es nicht in Frage zu stellen. Und wir führen ja nun einen sehr breiten und medial auch intensiven Diskurs über einen Green New Deal, einen Green Deal, über Green Growth, über grünes Wachstum, also über eine sogenannte Entkopplungsstrategie. Und an der Stelle würde ich sagen, auch anknüpfend an einige sehr schöne Worte in der Anmoderation, dass wir hier eine zweite Mensch-Natur-Verhältniskrise vor uns haben. Die erste bestand ja darin, dass wir die Natur wie einen Sack Ressourcen betrachtet haben, der umzuwandeln ist in materialisierte Freiheiten der menschlichen Individuen. Und jetzt haben wir eine zweite Krise des Mensch-Natur-Verhältnisses, indem wir im Sinne eines unglaublichen Machbarkeitswahns, ich würde fast von einer Technologiereligion sprechen, meinen, wir könnten die Natur eigentlich weiter verwenden als Ressourcenbasis und sind Kraft, Intelligenz und Kreativität und Innovativität in der Lage, die Naturverwendung wirklich zu entkoppeln von Schäden. Das ist dann also die Idee des grünen Wachstums oder ökologische Modernisierung, nennen das eben auch viele. Und das ist gescheitert, meine ich, begründen zu können. Empirisch und theoretisch sowieso. Und das ist natürlich dann für mich der Punkt, an dem die Wirtschaftswissenschaft die Konsequenz zu ziehen hat, Abschied zu nehmen vom Wachstumsdogma. Abschied zu nehmen von der Option, über die Expansion menschlicher Möglichkeiten die Gegenwartskrisen zu meistern. Das ist aber nicht die einzige Wachstumskritik. Ich will jetzt mein erstes Statement auch nicht zu weit ausdehnen. Das wäre ja auch Wachstum. Na gut, es gibt natürlich psychische Wachstumsgrenzen, die mir wichtig erscheinen und ich kann mir vorstellen, dass Herr Faller und ich darauf heute noch zu sprechen kommen werden. Das heißt also, wir haben eine Überdosis an Belustigung, an Konsum, an Mobilität, an Digitalisierung, an Bequemlichkeit, vor allem aber Techniknutzung. Der Homo sapiens ist gar nicht mehr in der Lage, aufgrund der Begrenztheit seiner psychischen, also inneren Ressourcen, und auch aufgrund der Begrenztheit seiner Sinnesorgane, all das stressfrei oder vielleicht sogar, wenn wir sagen wollen, genussstiftend, auszuschöpfen, was er sich leisten kann. Kraft des wirtschaftlichen Wachstums und der damit immens gewachsenen realen Kaufkraft. Wir leiden unter einer Überdosis an Erträgen der Wachstumsgesellschaft. Und da kann man dann nicht mehr nur sagen, naja gut, weiteres wirtschaftliches Wachstum hat keinen positiven Effekt auf die durchschnittliche Lebenszufriedenheit. Nein, Wirtschaftswachstum wird kontraproduktiv. Wir haben erleben müssen, dass alleine in nur einem Jahrzehnt von 2000 bis 2010 in Deutschland die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen verdoppelt wurde. Dabei ist genau dieses Jahrzehnt wirklich elementar. In keinem anderen Jahrzehnt seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Massenwohlstand so gewachsen und hat so viele Bevölkerungsschichten auch erreicht, die vormals nur davon träumen konnten, über dieselben materialisierten Freiheits- und Wohlstandssymbole zu verfügen wie die oberen Mittelschichten und erst recht die Oberschichten. Das heißt also, diese Idee Wohlstand für alle gleich Glück für alle, diese Idee ist gescheitert.
Würden Sie dem zustimmen, Herr Faller? Also denken Sie auch, dass, dass wir zur, also um zu reagieren auf die problematische Konstellation, in der wir uns befinden, uns in einem fundamentalen Sinne von Wachstum oder von der Idee einer Ausdehnung der menschlichen Verfügungsgewalt und Verfügungsmöglichkeiten über die uns umgebende Natur und auch über unsere eigene Natur, dass wir dort einen Schritt zurücktreten müssen oder mindestens von so einer Konzeption expansiver Ausdehnung von Möglichkeiten, dass wir davon weg müssen? Sehen Sie das auch so, Herr Faller? Ja, das ist leider vielleicht das Enttäuschende am Beginn dieser Kontroversen. Also das ist sicherlich ein Punkt, in dem Herr Pech und ich uns nicht sehr wesentlich in unseren Ansichten unterscheiden. Das erscheint mir vollkommen klar, dass eine bestimmte Grenze der natürlichen Ressourcen besteht und dass wir in vielen Punkten schon an diesen Grenzen anstoßen. Und es scheint mir natürlich auch klar, was Herr Pech, glaube ich, sehr gut herausgearbeitet hat, dass es sozusagen eine Überdosis an Konsumierbarkeit gibt. Ich glaube, man muss hier hinzufügen, das hängt natürlich mit einer immanenten Logik einer kapitalistischen Ökonomie zusammen. Karl Marx hat das bereits einmal kurz angedeutet und später hat das vor allem der österreichische Philosoph Günther Anders in seinem Buch Die Antiquiertheit des Menschen sehr gut zur Darstellung gebracht, dass er gesagt hat, wir leben in einer Produktionsweise, in der nicht die Güter knapp sind, sondern in der die Bedürfnisse knapp sind. Und das bedeutet, es müssen ständig neue Bedürfnisse produziert werden, um eine Ökonomie, die sich über Konkurrenz herstellt und die darum immer nur im Wettlauf und im Wachstum bestehen kann, um so eine Ökonomie aufrechtzuerhalten. Und deshalb, und ich glaube, auch das scheint mir ein Punkt zu sein, wo ich mich einig fühle mit Herrn Pech, das scheint mir eigentlich eine Quelle von Unglück zu sein. Denn diese sozusagen artifizielle Versorgung der Bevölkerung mit neuen Bedürfnissen ist eigentlich ein schmerzhafter Prozess. Ich will eigentlich vieles gar nicht, was mir da sozusagen angeboten oder eher auch aufgenötigt wird. Denn man muss ja auch sehen, dass das keineswegs aus Freiheit geschieht, dass die Menschen sich ein Smartphone kaufen oder einen Laptop, sondern dass Menschen in gewisser Weise gezwungen sind, am digitalen Leben teilzunehmen, weil sie sonst aus vielen Systemen ja völlig herausfallen. Und ich glaube, sozusagen insofern hat Herr Pech vollkommen recht, wenn er betont, dass sozusagen ein Ausstieg aus dieser artifiziellen Bedürfnisproduktion und aus diesem Überfluss an Konsum, der uns da aufgenötigt wird, dass das keineswegs ein Verlust an Glück wäre, im Gegenteil. Also das finde ich jetzt als Philosoph für den Ausgangspunkt einer Kontroverse auch gar nicht so dramatisch, weil man nur dann über ein Thema sich produktiv streiten kann, wenn man auch sich darüber im Klaren ist, an welchen Punkten man sich begegnet oder welches das Terrain ist, von wo aus man überhaupt in so ein Gespräch einsteigt. Dennoch würde ich vielleicht, Herr Pech, Sie sprechen in Ihrem Buch, wofür es sich zu leben lohnt, unter anderem von einer extremen Opferbereitschaft, die moderne Gesellschaften auszeichnet, wo wir bereit sind, mit Blick auf mutmaßlich äußerst dringliche Problemkonstellationen schnell bereit sind, zur Erreichung gesellschaftlicher Ziele auf elementare Bedürfnisse des eigenen gelingenden Lebens zu verzichten. Und würden Sie diese Diagnose auch mit Blick auf die ja mit großer Dringlichkeit jeden Freitag auf unseren Straßen angesprochene Frage des Umgangs mit dem Klima, würden Sie dort auch sagen, ja, okay, das hat schon auch den Charakter einer gesellschaftlichen Imagination, sei sie nun in Teilen oder in wesentlichen Teilen gerechtfertigt oder nicht, die dazu führt, dass, dass wir zu einer gesellschaftlichen Gängelung, wenn man so will, der individuellen Lebensentwürfe kommen?
Ja, das haben Sie sehr gut formuliert. Also ich glaube, diesen Prozess können viele Menschen sozusagen auf der Mikroebene ihres persönlichen Lebens verfolgen. Es herrscht wie vielleicht in Zeiten der Inquisition oder in anderen finsteren Zeiten unserer Geschichte sozusagen so eine Art gegenseitige Bespitzelung und Überwachung, was du fährst noch Auto oder was du isst noch Fleisch und so wie wenn jetzt ausgerechnet das die Ursache der Katastrophe wäre. Mhm. Also ich glaube, insofern kann man schon sagen, dass sozusagen eine auch mit sehr viel medialer Macht inszenierte Dringlichkeit zu einer völligen Verharmlosung des Problems führt, weil es dieses Problem auf eine Art, eine Ebene sozusagen individueller Moralität verlagert. Mhm. Genau, aber da würde ich dann doch Sie nochmal, Herr Pech, fragen wollen. Weil ich hatte Sie jetzt so verstanden, dass Sie schon auch aus Resignation, wenn man das vielleicht so sagen darf, mit Blick auf die staatlichen Regulierungsmaßnahmen oder die Vorstellung, man würde das sozusagen durch demokratische Institutionen ändern, schon für meine Begriffe sehr stark auf so einen Kulturwandel setzen, der, wie mir dann scheint, ohne so eine gewisse Moralität oder jedenfalls ohne den Leuten auch dann tatsächlich konkret eine Änderung ihrer Lebenspraktiken nahezulegen, nicht auskommt, oder? Also na gut, ich meine, es gibt zwei Positionen, die ich einnehme und auf die auch gern eingedroschen wird. Das eine ist eine wachstumskritische Position, die aber per se die Frage offen lässt, auf welchem Weg eine Transformation denn zu beginnen, anzustreben oder zu verwirklichen wäre, die dann eben auch einmündet in eine sogenannte Postwachstumsökonomie. Und die zweite Position, die ich einnehme, beantwortet dann die Frage, können wir überhaupt noch über zentrale Institutionen diese Gesellschaft steuern? Können wir in einer parlamentarischen Demokratie Mehrheiten für das erlangen, was mindestens erforderlich ist, um eben die ökologische Überlebensfähigkeit wiederzuerlangen? Und da bin ich skeptisch, weil wir eine jetzt 100-jährige Geschichte der Umweltpolitik betrachten können. 1920 war es, als ein gewisser Arthur Pigou, eine Galionsfigur in der Dogmenhistorie der Wirtschaftswissenschaften, das Buch The Economics of Welfare vorlegte im Macmillan Verlag in London. Jeder Ökonomiestudent lernt das irgendwann. Da steht alles drin, was Ihnen heute Frau Baerbock oder Herr Habeck erzählen über gelungene Umweltpolitik. Man vermutet ja oft, dass die grünen Parteien da irgendwie so eine Kompetenz hätten. Nehmen wir das mal an. Es hat sich seit 100 Jahren kaum etwas verändert. Die Logik dieser Umweltpolitik, ganz gleich, ob sie marktwirtschaftlich über Anreizsysteme oder regulativ über direkte Eingriffe in unsere Lebenspraxis vonstatten geht, stand und steht immer noch unter dem Vorbehalt, dass wir unser Leben nicht verändern, weil es ja technische Lösungen gibt, weil ja die Anreizsysteme nur dazu da sind, den Menschen dazu zu bringen, sein bisheriges Leben, wenn man so sagen will, auszuhöhlen, indem man also die liebgewonnenen materialisierten Freiheiten ersetzt durch Substitute, sodass niemandem ein Haar gekrümmt wird und dass niemand in irgendeiner Form ablassen muss von bisherigen Routinen. Jetzt stellen wir fest, das zumindest ist mein Befund, dass es diese Substitute gar nicht geben kann. Schon dann nicht, wenn wir allein nur theoretisch die Gesetze der Thermodynamik anlegen, an die Möglichkeit, unseren Wohlstand eben zu entkoppeln. Das führt jetzt dazu, dass die Politik am Ende ist. Sie ist am Ende. Ganz einfach. Gewählt wurden Politikerinnen und Politiker immer nur für eine Green Growth Strategie, die dem geneigten Publikum versprach, jedem Wohl und keinem Wehe. Ja, das heißt also, dass quasi das ökologische Gewissen beruhigt wird und gleichzeitig der Wohlstand nicht in Frage gestellt wird. Jetzt wissen wir, dass das eine Lüge ist, eine Lebenslüge, sagen wir es mal so. Das heißt, dass jetzt, wenn wir wissen, dass diese Surrogate, dass diese Substitute, dass also diese Entkopplungsstrategien überhaupt nicht funktionieren können, schon theoretisch nicht widerspruchslos darstellbar sind, würde daraus also die Folgerung zu ziehen sein, dass die Politik nur über Regularien, die wirklich drangsalierend sind, die ökologische Überlebensfähigkeit wiederherstellen kann.
Da müsste ein Politiker sich vor das Publikum stellen und sagen, wählt mich, mit mir gibt es weniger Fleisch, keine Flugreisen und keine Kreuzfahrten mehr und auch kein Autoverkehr. Nein, Herr Faller, das Fleischessen und der Autoverkehr haben sehr wohl eine ganz entscheidende Rolle innerhalb der ökologischen Krise. Aber diese Ansage zu machen, ist der perfekte politische Selbstmord. Und daraus folgt, dass der Zivilgesellschaft das Problem wieder auf die Füße fällt. Anstelle einer vertikalen Kommunikation, nämlich die Probleme zu übersetzen in ein politisches Handeln oder einen Systemwandel, bevorzuge ich einen Diskurs über die horizontale Kommunikation, indem also in den Nischen der Gesellschaft, in den avantgardistischen Zirkeln, in den Reallaboren, in den Widerstandsnestern neue soziale Praktiken entwickelt werden, die im Einklang zu bringen sind mit globaler Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen. Mhm. Und dieser Prozess der Ausbreitung ist natürlich auch während der letzten Jahrzehnte durchaus auch etwa in der Theorie der sozialen Diffusion, aber auch in der Kultursoziologie und anderswo sehr gut bearbeitet worden. Das sind also keine Utopien, sondern man kann sogar ganz plakativ sagen, dass es überhaupt nichts gibt, was heute normal sein könnte, was nicht zurückverfolgbar ist hin zu einem Prozess, der in einer Nische als avantgardistisches Projekt begonnen wurde und sich bewähren konnte, kommuniziert werden konnte, eine Bühne fand, vielleicht medial aufgegriffen wurde oder ein Problemlösungspotenzial hatte, das angesichts gewisser tatsächlicher Gegenwartskrisen tatsächlich dann eben auch zum Zuge kam, also produktiv sein konnte. Na gut, ich glaube, jetzt erreichen wir langsam den Punkt, wo wir nicht ganz einer Meinung sind. Schade. Jedenfalls nicht der Punkt von Fleisch und Auto, da haben Sie mich, glaube ich, missverstanden. Ich habe ja nicht gesagt, dass das kein Problem ist. Ich habe nur gesagt, dass wir das Problem nicht dadurch lösen, dass ich Ihnen sage, Sie sollen nicht mit dem Auto oder mit dem Zug fahren oder sowas. Also auf dieser Mikroebene, auf denen ein Privilegierter mit dem anderen herummoralisiert, wird dieses Problem nicht gelöst werden können. Das habe ich gemeint. Aber das ist noch nicht der Punkt unseres Dissenses. Ich glaube nur, dass sozusagen die Lösungsperspektive, die Ihnen Hoffnung gibt, irreell ist. Ich kenne auch viele Leute, die genauso leben, wie Sie das beschreiben und wie es Ihnen vorschwebt, wenn ich Sie da richtig verstehe, Herr Pecht. Also Leute, die ihre Fahrräder selber reparieren, die Gemüse pflanzen in irgendwelchen Verkehrsinseln und sich selber davon ernähren und so weiter. Leute, die Upcycling betreiben, indem sie also aus Abfällen hochwertigere Produkte erzeugen, die dann wieder verkauft werden können und so weiter. Nur, genau diese Leute leben in vollkommen elitären Nischen. Die leben in Innenstadtbezirken von Wien oder Los Angeles. Die können sich die hohen Mieten leisten, sodass sie mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können und so weiter. Das sind die allerletzten, die daran interessiert sind, dass sich was ändert. Die leben nur von dem Versprechen, dass sie die Avantgarde wären. Ja? Aber die hängen in hohem Grade davon ab, dass es andere Leute gibt, die nicht so leben wie sie, nämlich also wie diese Avantgarden. Ja? Die hängen davon ab, dass es andere Leute gibt, die sehr weit her pendeln, um Altenpflege zu betreiben, die in die Spitäler pendeln, um Krankenschwestern oder Krankenpfleger zu sein, die ihnen die Güter herantransportieren und die Rohmaterialien und so weiter. Und sie hängen andererseits davon ab, dass sie Kunden haben, die auch wieder keine nachhaltigen Berufe haben, die vielleicht in der Rüstungsindustrie tätig sind oder hochbezahlte Rechtsanwälte sind, die ihre Eltern sind und ihnen die teuren Kunststudien finanzieren und so weiter. Also diese Avantgarden sind ein kleiner Sektor der Gesellschaft, der viel konservativer ist, als Sie das, glaube ich, sich ausmalen. Also wissen Sie, so eine pauschale Denunzierung aller Umweltaktivisten halte ich nicht für zielführend. Diese Beobachtung, die Sie da gerade schildern, ist eine sehr subjektive und auch zuweilen vielleicht aus dem Zusammenhang gerissene. Natürlich werden Sie in Wien oder ich erlebe es auch in den Städten, in denen ich lebe, da werden Sie so eine Bionade-Bourgeoisie, wie es oft heißt, natürlich erleben. Also Menschen, die letzten Endes eine symbolische Kompensation betreiben. Man könnte sagen,
Kompensationsgeschäft mit sich selbst. Ich habe also den Demeter Brühewürfel bei Alnatura mit einem Lastenfahrrad nach Hause, mit Gegenwind übrigens, gefahren. Und dafür fliege ich dann eben in den Süden und komme dann unter dem Strich, in der Tat, da hat Herr Faller dann recht, auf einen viel höheren ökologischen Fußabdruck als vielleicht irgendein Mensch, der einen Mercedes-Diesel fährt, aber sich keine Flugreise leisten will oder kann und so weiter und so fort. Das ist nicht die Avantgarde, von der ich spreche. Das ist wirklich die, ich würde mal sagen, grün-liberale Mittelschicht, die auch wirklich die Metropolen bevölkert. Und an der arbeite ich mich auch ab. Aber ich glaube, dass eben auch, wenn wir über Fragen der sozialen Gerechtigkeit sprechen, natürlich auch die Frage der Würde in der Arbeit eine ganz große Rolle spielt, auch in der Versorgung. Ja. Die Autonomie, sich wieder partiell selbst versorgen zu können, also der Industrialisierung und der Globalisierung den Rücken zu kehren, erst recht der Technisierung, das ist kein Projekt irgendwelcher Bewohner von gentrifizierten Teilen der Metropolen, sondern das ist eben auch ein Projekt, wenn wir etwa die wachstumskritische Bewegung in Südeuropa oder Frankreich beobachten, gerade derjenigen, die selbstverständlich nicht über die Kaufkraft verfügen, alles konsumieren zu können oder den Planeten zu bereisen. Das ist wichtig. Und wir müssen natürlich, wenn wir dann über Avantgarden reden oder über Transformationsprozesse, müssen wir fragen, was ist denn die Zielvariable? Woran messen wir denn, ob hier wirklich auch ein Potenzial der Veränderung ist, weil Sie, Herr Faller, haben ja recht, wenn Sie sagen, dass da manchmal ein Strukturkonservatismus ist, der sich hinter einer glitzernden Fassade der moralischen Überlegenheit verbirgt. Sie argumentieren, Herr Faller, in einer Welt der Objektorientierung, indem Sie Nachhaltigkeit vielleicht wirklich an einzelnen isolierten Handlungen beurteilen. Nachhaltig ist der Demeter-Apfel oder ist das Urban Gardening-Projekt oder die Bepflanzung einer Straßeninsel und die Reparatur einer Hose. Ich hingegen bevorzuge eine Subjektorientierung, indem ich mir nochmal klar mache, das hat ja schon Immanuel Kant gewusst, nicht? In dem letzten großen monographischen Werk zum ewigen Frieden, dass also Gerechtigkeit auf einem Planeten eine interpersonale Beziehung nur sein kann, die überhaupt nicht die Frage vermeiden kann, was steht einem einzelnen Homo sapiens überhaupt zu an materiellen Freiheiten, ohne dass er über seine Verhältnisse oder eben ungerecht lebt. Und die knappste Ressource, mit der wir konfrontiert sind, impliziert eben auch das globale Verteilungsproblem. Wer darf sich noch ökologisch betrachtet wie viel nehmen, ohne global betrachtet über seine Verhältnisse zu leben? Das heißt, zählen kann nur die individuelle CO2- oder Ökobilanz. Und dann würde, wenn wir uns an dieser Subjektorientierung sozusagen, wenn wir uns daran festmachen im Hinblick auf eine geeignete Nachhaltigkeitsdefinition, würde diese Heuchelei natürlich sofort auffliegen. Es zählt nicht der einzelne Brühewürfel oder die bepflanzte Verkehrsinsel, sondern es zählt die Summe aller ökologisch relevanten Handlungen in einem Menschenleben. Sich daran zu orientieren, und zwar als regulative Idee und nicht als Ökodiktatur, das muss das Ziel sein. Und dann, Herr Faller, ist klar, dass die, nennen wir sie doch so, die Öko-Heuchler natürlich keine Chance hätten, wenn wir das täten. Naja. Ich sehe den Unterschied unserer Ansichten nicht so sehr, wie Sie ihn beschrieben haben, als Unterschied zwischen einer Objekt- und Subjektorientierung, sondern ich glaube, Sie denken ähnlich wie Kant, moralphilosophisch, und ich versuche eher politisch zu denken in dieser Frage. Und ein symptomatischer Punkt, an dem das auftaucht, ist meines Erachtens zum Beispiel der Begriff der Freiheit, den Sie in Ihrem Eingangsstatement auch nochmal erwähnt haben. Und das ist ein Punkt, wo unsere Ansichten, glaube ich, wirklich auseinandergehen. Ich glaube, das Problem einer ökologischen Veränderung besteht nicht darin, die Freiheit mancher Menschen einzuschränken. Der schlechte CO2-Fußabdruck, den die meisten Menschen in unseren Regionen haben, rührt nicht von ihrer Freiheit her, etwa weil sie mit dem dicken Auto zum Spaß in der Gegend herumfahren, sondern die rührt von ihren Zwängen her. Die rührt daher, dass der einzige Arbeitsplatz, den sie finden können, vielleicht 80 Kilometer weit weg ist und dass sie jeden Tag mit dem Auto dorthin pendeln müssen, weil es keine anderen Verkehrsmittel für sie gibt. Ja? Und das ist ein Problem, das lässt sich nicht auf der Ebene eines Sollens in Bezug auf den individuellen Abdruck klären, sondern das ist ein Strukturproblem, das sich durch antagonistische Kräfte in der Gesellschaft so ergeben hat. Naja, also ganz kurz dazu. Wissen Sie, was ich
beobachte in den verschiedenen nachhaltigkeitsrelevanten Diskursen, keineswegs nur in meiner eigenen Zunft, also in den Wirtschaftswissenschaften, sondern auch in den Geisteswissenschaften, vor allem in den Sozialwissenschaften, ist, dass wir inzwischen einen glitzernden Supermarkt der Ausreden erzeugt haben, um jede Individualethik zu pulverisieren. Alles ist nur noch System, Technik, Institution. Und wir sind inmitten eines wirklich eines schon pervertierten Wohlstandes, sind wir immer noch, wie Herr Faller uns erklären will, Opfer. Wir sind unfrei. Wir tun gar nicht, was wir wollen. Tut mir leid, aber das ist mir etwas zu ungleichgewichtig. Ich glaube tatsächlich, dass auch rein institutionell betrachtet wir noch nie mehr Wahlfreiheit hatten und uns auch nie einer, ich sage mal, größeren Angebotsvielfalt an Bildung erfreut haben. Und doch wollen wir uns, wenn Herr Faller recht hat, hinstellen und sagen, ach Gott, ich bin so unfrei und bin jetzt in die Karibik geflogen, das waren 10 Tonnen CO2, also ein Neuntel dessen, was wir pro Menschenleben eigentlich nur in einer global gerechten und vor allem klimastabilisierten Welt zusteht. Aber ich bin ja Opfer eines Systems. Das ist das erste Problem, Herr Faller. Und das zweite ist, dass man muss sich praktisch kurz wiederholen, was ich schon ansprach, eine politische Lösung setzt dann am Ende doch voraus, dass sie Individuen haben, die offensichtlich bereit sind, etwas aufzugeben dafür, dass dann im Kollektiv eine politische Lösung Platz greift, die die Gegenwartskrisen eben therapieren kann. Und wenn dieser schöne, elegante Trick der technologischen Machbarkeit nicht da ist, dann heißt das, dass die Menschen am Ende ihren eigenen Lebensstil abwählen müssten. Das heißt, die politische Lösung, von der Sie reden und die Sie meinen, einer mikroökonomischen oder auch individualethischen Lösung entgegenzustellen, ist in Wahrheit eine Mogelpackung, setzt eben doch inzwischen voraus, dass eben Menschen etwas aufgeben. Das war vor 20 Jahren nicht so. Da haben alle geglaubt, Windkraft und Solarenergie, Wasserstofftechnologie und Elektromobilität, Holzrahmenbau, Passivhäuser und was nicht alles, das löst das Problem. Und dann kommen wir zu einer politischen Lösung. Aber diese politische Lösung ist jetzt für mich in weite Ferne gerückt. Naja, Herr Pech, ich glaube, Sie sprechen von Menschen wie Ihnen und mir. Ja? Sie und ich, wir haben natürlich relativ große Freiheiten. Ja? Wir haben Angebote von verschiedenen internationalen Universitäten. Wenn wir Glück haben, können wir uns eine aussuchen, wo wir in der Nähe wohnen können und zu Fuß hingehen können und so weiter. Ja? Aber erzählen Sie doch das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, also Individuen, die bereit sind, etwas aufzugeben, die ihren Lebensstil ändern und so. Erzählen Sie das doch mal der Krankenschwester, die 80 Kilometer fahren muss, um zu dem einzigen Spital zu kommen, wo sie arbeiten kann. Erzählen Sie das vielleicht dem Facharbeiter, der 100 Kilometer fahren muss, damit er zu der Firma kommt, wo er auf Montage geschickt wird. Ja? Der hat das überhaupt nicht in der Hand. Ja? Da können Sie noch so oft von Lebensstilen sprechen, wenn die keine anderen Arbeitsplätze finden und das liegt nicht in ihrem eigenen Wollen oder in ihrer Bereitschaft, dann lässt sich das nicht ändern für die. Eine Frage, ja. Herr Faller. Wie viele Menschen in Österreich oder in Deutschland sind erstens Krankenschwester und haben zweitens 80 Kilometer bis zu ihrem Arbeitsplatz? Also Sie greifen auch sehr stark, glaube ich, so Extrembeispiele heraus, die sich einfach nicht hochskalieren lassen auf eine Gesellschaft, von der wir wissen, dass die meisten ihrer Mitglieder in Metropolen arbeiten und zwar deshalb, weil sie dort sich quasi zum Arbeitsplatz hinfallen lassen können. Sie beschreiben ein Szenario, das wahrscheinlich in den 70er, 80er Jahren noch relevanter war, wo wirklich der Facharbeiter, der Industriearbeiter oder die Arbeiterin und so weiter verstreut über die Dörfer lebte und dann natürlich irgendwann mit zunehmender Industrialisierung auch weitere Arbeitswege hatte. Genauso, okay. Ich glaube, Sie leben in einer Scheinwelt. Ich lebe teilweise in einer strukturschwachen Region im österreichischen Waldviertel und alle meine Nachbarn pendeln. Ja? Genau. Ich kenne keinen einzigen, der zu Hause arbeiten kann oder vielleicht den einen oder anderen Großlandwirt, aber der pendelt auch zu seinen Arbeitsflächen, die er dazu gepachtet hat. Ja? Also Sie sprechen von urbanen Milieus, das sind die sogenannten Anywheres, aber ich kenne viele Somewheres, die an den Boden gebunden sind, weil sie sich vielleicht mit einem Kredit ein kleines Haus gebaut haben und die müssen zu dem einzigen Arbeitsplatz fahren, den es in der Region gibt. Und das sind sehr viele. Und ein Großteil der derzeitigen politischen Konflikte besteht genau zwischen dem urbanen Milieu, dem Sie und ich angehören, und diesen verachteten und vernachlässigten Somewheres, die aber die Hälfte der Bevölkerung in Österreich zum Beispiel ausmachen. Ich würde gerne an dieser Stelle, ich denke, dass das Problem ist hinreichend deutlich geworden, auch
scheint mir, dass Sie sich beide, wobei auch aus unterschiedlichen Gründen, denke ich, hinsichtlich der staatlichen Regulierungsmaßnahmen, dass Sie da beide eher zurückhaltend sind. Bei Ihnen, Herr Peek, scheint es mir so, dass Sie dort einfach aus demokratietheoretischen Erwägungen, wenn man so will, dass den Regierungen nicht zutrauen, dass sie sich ernsthaft darum kümmern, während bei Ihnen, Herr Pfaller, vielleicht sowieso so ein Vorbehalt gegen staatlichen Paternalismus das auch gar nicht als wünschenswert erscheinen lassen würde. Aber was mich jetzt interessiert, auch ausgehend von diesem Verweis auf, also im Kontext Ihrer Bemerkungen zu Kant, wobei es mir um den jetzt gar nicht geht, nämlich die Frage nach der Zielvorstellung. Also wo wollen wir überhaupt hin damit? Also welche Faktoren halten uns auf? Das lasse ich jetzt mal auf sich beruhen, ob das Systemzwänge sind oder nicht. Darüber kann man auch lange noch trefflich streiten. Aber wenn wir das jetzt mal vor die Klammer nehmen, ist es für meine Begriffe interessant, sich zu fragen, wo wollen wir überhaupt hin? Und da würde ich gerne zunächst an Sie, Herr Pfaller, die Frage noch mal richten, weil Sie darüber viel nachgedacht und auch einiges dazu geschrieben haben. Also was wäre überhaupt ein attraktives Konzept von Lebensmöglichkeiten? Also wofür würde es sich lohnen zu leben? Wie könnte eine Form aussehen, zu der man sagt, ja, das ist nicht nur eine aus Rücksicht auf die Problemkonstellationen vorgenommene Verzichtsleistung, sondern das ist tatsächlich etwas, was sich als attraktives, positives Ziel unserer gesellschaftlichen und auch individuellen Anstrengungen anbietet. Mhm. Naja, wenn Sie das auf der ethischen Ebene fragen, also was das gelingende individuelle Leben betrifft, da bin ich ja wieder ganz Pechianer. Ja? Also da stimme ich und ja vollkommen... Pech, da bin ich sozusagen vom Pech verfolgt. Vom Pech, wenn ich bitten darf. ich würde vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen noch als Herr Pech in der Argumentation, nämlich ich glaube ja, wenn man Menschen von vielem befreien würde, wozu sie jetzt gezwungen sind und was ihnen einen schlechten Fußabdruck verschafft, würden diese Menschen das durchaus als Erleichterung empfinden. Ja, also meine Nachbarn im Waldviertel zum Beispiel, die wären heilfroh, wenn sie nicht jeden Tag so weit fahren müssten mit dem Auto in Fahrgemeinschaften und so weiter. Die unternehmen eh alles Mögliche, auch aus Kostengründen, damit auch CO2 sparsam bleibt. Ich wäre auch wahnsinnig froh, wenn mir nicht dauernd neue Bedürfnisse aufgepfropft würden. Also ich wäre wahnsinnig froh, wenn ich mir keine neuen Autos kaufen müsste, sofern es überhaupt noch welche gibt, sondern wenn meine alten Autos repariert werden könnten, wenn meine alten Computer repariert werden könnten. Es tut mir weh, wenn ich mir jedes Jahr einen neuen Drucker kaufen muss, nur weil der Papiereinzug plötzlich defekt ist. Ich glaube, vielen Menschen macht das Schmerzen und sie wären weitaus glücklicher und froher in einer Welt, die ungefähr so aussieht, wie Herr Pech das für das individuelle Leben beschreibt. Also das ethische Ziel, glaube ich, kann man sehr klar angeben. Da gibt es, glaube ich, auch gar nicht sehr viel Dissens, weder zwischen uns noch insgesamt. Mhm. Genau, aber Sie sprechen ja auch davon, also ich fand zum Beispiel sehr, ich persönlich fand das eigentlich sehr schön, Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch, eines ist ganz offensichtlich, wenn man ein Leben haben will, das seinen Namen verdient, dann darf man nicht unentwegt vernünftig oder erwachsen sein. Und das würde ich übersetzen mit, man darf auch nicht unentwegt an die ökologischen Konsequenzen denken. Man muss vielmehr imstande sein, sich auch kleine Verrücktheiten oder kindische Dummheiten zu gönnen. Vielleicht mögen Sie das nochmal ausführen und sagen, also was meinen Sie eigentlich damit? Also was meinen Sie auch damit zu sagen, dass zum Genuss notwendigerweise auch so ein gewisses Destruktivitätspotenzial mit dazugehört oder dass Dinge, die dann schädlich sind, wie die Zigarillo, den Sie sich da gerade gönnen, also dass man diese Dinge tut. Und ist das nicht vielleicht etwas, was sozusagen, was die Zielstellung für das eigene Leben betrifft, wenn man das konsequent unter das Primat, ich möchte meinen ökologischen Fußabdruck unter Kontrolle behalten, und zu sagen, ist das nicht etwas, wo wir sich fragen, ja, lohnt sich das? Also ist das ein Leben, für das es sich lohnt? Also das. Gute Frage, vielen Dank. Ja.
Also ich glaube, man muss etwas hier präzisieren. Die These von dem unguten Element oder dem destruktiven Element, wie Sie es gesagt haben, das dem Genuss notwendig innewohnt, auf diese These bin ich deshalb gekommen, weil mir aufgefallen ist, dass Menschen so spontan eigentlich gar keine Hedonisten sind. Das ist eigentlich ziemlich enttäuschend, weil ja viele Philosophen uns erzählen, dass die Menschen eigentlich nur so Lusttierchen sind, die eigentlich nur Sex und Fernsehen haben wollen und Fußball und nur durch mühsame Erziehung auf irgendwas sozial Nützlicheres gebracht werden können. Aber die materialistische Einsicht zu dieser Frage ist noch viel ernüchternder. Menschen scheuen den Genuss und sind sehr bereit, wenn man ihnen irgendeinen Vorwand gibt, also dass sie jetzt in einen heiligen Krieg ziehen müssen oder dass sie jetzt den Gürtel enger schnallen müssen oder dass sie jetzt auf die Ökologie aufpassen müssen. Also da ist ihnen jeder Vorwand recht, um sich irgendwas zu versagen. Und das hat sehr viele Menschen sozusagen auch in die Fänge von Diktatoren und faschistischen Rattenfängern geführt. Auch in Österreich konnten wir das in der jüngeren Vergangenheit beobachten. Ein Finanzminister, der der Bevölkerung einen massiven Sozialabbau versprochen hat, war plötzlich der Liebling der Nation. Das hat mich eben so verstört und mich auf diesen Gedanken gebracht, dass am Genuss immer wohl etwas dran ist, was den Menschen zunächst als schwierig oder abstoßend erscheint. Aber der Punkt, an dem das schwierig oder abstoßend ist, ist sehr entscheidend. Die These stammt eigentlich von dem französischen Philosophen Georges Bataille, der gesagt hat, jedes große Glück, jedes Genießen bedarf einer Transgression, einer Überschreitung. Die Frage ist nur, was wird überschritten? Und da muss man, glaube ich, etwas klarstellen. Was überschritten wird, sind nicht die Grenzen des ökonomischen Wachstums oder die Grenzen der natürlichen Ressourcen, sondern was überschritten wird und überschritten werden muss, damit so etwas wie ein großes Glück entstehen kann, das sind individuelle Grenzen des Haushaltens im eigenen Leben. Also man muss manchmal großzügiger sein, als man es üblicherweise sein kann und muss alle zum Essen einladen. Man muss großzügiger sein mit seiner Erholung und Schlaf opfern, damit man eine Nacht lang philosophisch durchdiskutieren kann. Man muss Erholung opfern und vielleicht Sauberkeit der Wohnung, um bei einer Party so zu tanzen, als ob es kein Morgen gäbe und so weiter. Das sind die Überschreitungen, die notwendig sind für das menschliche Glück. Und die sind deshalb notwendig, weil, sagt Bataille, in solchen Momenten wir uns klar machen, dass das Leben für uns da ist. Sonst sind ja wir für das Leben da. Ne? Sonst arbeiten wir für unsere Lebenserhaltung und dass wir auch morgen was zu essen haben und so weiter. Und das ist natürlich notwendig, das kann man sozusagen nie wegstreichen. Aber das darf nicht alles sein. Wir müssen Momente haben, wo wir das umdrehen und sagen, so Leben, jetzt habe ich 5 Tage in der Woche für dich geschuftet, aber jetzt möchte ich bitte mal was von dir haben. Jetzt wird mal getanzt, getrunken, gefeiert oder auch vielleicht nur harmloser spazieren gegangen oder Musik gehört oder sowas. Aber all das setzt immer eine Bereitschaft zur Verschwendung von irgendwas voraus, von Zeit, von Schlaf oder sonst was. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Auch die Ökologie liefert den Menschen einen sehr bequemen Vorwand, sich vor dieser Überschreitung im individuellen Leben zu drücken und ihr Leben vollkommen funktional auszurichten. Genauso wie die Gesundheitsoptimierung und andere ähnliche Verlockungen. Also das ist ja, was Sie da erzählen, Herr Faller, das ist ja schrecklich. Also Sie würden durch jede Klausur der mikroökonomischen Theorie fallen, wo also so Aufgaben gestellt werden, wie man das Nutzenoptimum eines Individuums berechnet, gegeben eine Präferenzstruktur, gegeben die Preise und eine Einkommensrestriktion. Also sowas Irrationales, ist ja unglaublich. Wir bringen den Studierenden bei, wie sie also nach Maßgabe also von ökonomischer Rationalität alles optimieren. Jetzt kommen Sie. Das ist vielleicht ein Problem der Ausbildung. Das war jetzt der kleine Versuch, einen Scherz zu machen, aber den hat niemand verstanden, sonst hätte ich wenigstens einen Lacher gehört. Nein, ich bin total, also so kriegen wir hier keine Kontroverse in der Falle, weil ich tatsächlich dieser Meinung bin. Und Sie haben auch noch mal zum Schluss dann das, was ich glaubte, dann als Sie anhoben zu dem letzten Statement, was ich glaubte sagen zu können, mir auch noch aus den Segeln genommen an Wind. Denn ich glaube, dass ein ökologisch integres Leben natürlich auch die Ausschweifung braucht.
Also im Wirtshaus oder auf der Party oder auf der Bühne, ich bin Hobbymusiker oder weiß der Kuckuck was. Auch Rauchen, Alkohol und solche Geschichten sind Dinge, also wo ich sagen würde, mein Gott. Also ich glaube an ein aufgeklärtes Glück. Und dieses aufgeklärte Glück ist eines, das die Ausschweifung nicht scheut. Aber aufgeklärt heißt schon auch in einer Sicht, die ich in Distanz zu mir selber dann auch mal einnehme, sagen zu können, in der Summe habe ich ein vielleicht sogar verrücktes Leben geführt, aber eines, von dem sich nach bestem Wissen und Gewissen sagen lässt, ich habe mich nicht belügen müssen. Ich war kein Barbar. Ja, man kann auch auf unbarbarische Weise die Ausschweifung pflegen, von Zeit zu Zeit. Andererseits ist auch die Ausschweifung eine Frage des Maßes. Die Ausschweifung wird auch Pfad, wenn sie nur noch stattfindet. Wir müssen also auch darüber reden, was genau oder was sind die Zeitabstände zwischen Ausschweifungen. Und natürlich kann die Ausschweifung auch die Überleitung zur ökologischen Barbarei natürlich liefern. In einem Punkt bin ich überhaupt nicht Ihrer Meinung. Was Sie gerade schildern im Hinblick auf die Genussfeindlichkeit des Homo sapiens, also das finde ich geradezu abstrus. Ich würde sagen, dass das, was diesen kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Laden noch zusammenhält, ist doch nur der reine Genuss. Würden wir uns praktisch damit zufrieden geben, nur Grundbedürfnisse, alles das, was unterhalb des Genusses und der Ausschweifung zu finden ist, das nur zu befriedigen, mein Gott, wo lebten wir denn dann? Dann würde doch im Prinzip, und Sie selber, Herr Faller, haben das heute zu Beginn gesagt, dass also die Bedürfnisse geweckt werden, völlig klar, und haben dann versucht, das Ganze als Zwang darzustellen. Da habe ich mich dann gefragt, was haben Sie eigentlich für ein Menschenbild? Wenn Menschen so leicht zu manipulieren sind, also Menschen so leicht einzureden ist, dass dieses, jenes und solches nötig ist, ja, um in der Gesellschaft angekommen zu sein. Wie wollen wir dann überhaupt noch ein Problem lösen? Dann sind wir ja praktisch dressierte Affen. Aber wenn wir dressierte Affen sind, was soll dann Politik? Was sollen dann überhaupt noch kollektive Entscheidungen? Was soll dann überhaupt noch im Prinzip noch darstellbar sein als gelungenes Leben? Ja? Also das ist so ein Problem, das ich daraus höre. Ja. Aber Sie verweisen ja schon selber in Ihren Überlegungen zur Suffizienz und einer Konzeption des Genug, der Genügsamkeit. Also mindestens sehen Sie ja die Notwendigkeit, darüber Bücher zu schreiben und dafür irgendwie Werbung zu machen, dafür Leute zu interessieren für so eine Perspektive. Und das spricht ja schon implizit dafür, dass das nicht was ist, was sich eigentlich schon von selber versteht, sondern die Dynamik, mit der regelmäßig neue Konsumartikel, die vielleicht nur ein Surrogat wirklichen Genusses darstellen, da sind Sie sicher vielleicht auch einig, Sie zwei, dass wir häufig in der massiv expandierenden Konsumartikel zur Verfügung stellenden Gesellschaft nicht wirklich genießerisch agieren, sondern uns mit Stellvertretern und Symbolen davon zufriedenstellen lassen. Aber davon wegzukommen scheint ja nicht völlig unproblematisch zu sein oder nicht, was sozusagen der mündige Bürger von allein schon kann. Also wissen Sie, es gibt nicht den Bürger oder den mündigen oder unmündigen Bürger, sondern es gibt eine sehr heterogene Gesellschaft, also sehr viel Vielfalt. Und ich kann mir keine andere Rettung mehr vorstellen, als die darin besteht, dass es eben auch konkurrierende Praktiken gibt, konkurrierende Auffassungen und Orientierungen und das sich letzten Endes vor dem Hintergrund einer Umwelt, die inzwischen zum Schiedsrichter wird, ob wir das wollen oder nicht, das ist ja auch ein evolutorischer Prozess, dass sich dann aus meiner Sicht postwachstumstaugliche Daseinsformen durchsetzen, weil sie überlebensfähig sind. Und ich verspreche mir davon mehr als nur ökologische Überlebensfähigkeit. Ich bin ganz bei Herrn Faller, indem ich sage, eine solche Daseinsform muss auch Ausschweifung in sich tragen, muss auch Freude bereiten, darf nicht einfach ökonomisch rational sein. Vollkommen klar. Nicht? Aber ich kann als Ökonom mich nicht mehr hinstellen und sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie müssen das System abschaffen oder die richtige Partei wählen oder das richtige Technologieregime bevorzugen. Das wäre eine Lüge. Ich muss der Gesellschaft die Wahrheit sagen. Ihr könnt euch nicht mehr verlassen auf die Politik. Die Zeit ist vorbei. Und eine Diktatur wollt ihr auch nicht. Auch okay. Also müssen wir es selbst tun. Wir müssen endlich Widerstandsnester, wir müssen Formen der sozialen Diffusion, also vor allem müssen wir Zirkel der Verweigerung aufbauen, um damit eine harte, gelebte
Widerständigkeit zum Kommunikationsinstrument zu werden. Und das Ganze ist ein Sport. Ob das ausgeht in Richtung einer Postwachstumsökonomie oder Degrowth-Strategie, vermag ich nicht zu sagen. Aber als Sportler sage ich, ich gehe erstmal an den Start, mal gucken, ob ich es schaffe. Vielleicht schaffen wir es nicht. Aber eine andere Lösung sehe ich auch nicht. Bei Herrn Faller höre ich so ein bisschen raus, dass wir alle doch eher Opfer sind und letzten Endes gar nicht so viel Wahlfreiheit haben. Dem möchte ich also doch widersprechen. Und das dann, ja, und jetzt müssten Sie, Herr Faller, sagen, was jetzt, ein revolutionäres Subjekt oder doch eine Mehrheitsentscheidung für etwas Besseres oder anderes, plötzlich ins Werk gesetzt wird, oder wie soll es dann geschehen? Nicht? Nun, zunächst glaube ich, und diesen Punkt muss ich nochmal als Punkt unserer Differenz markieren, das, worin Menschen derzeit ökologisch Schaden anrichten, liegt auf der Seite ihres gezwungenen Lebens und nicht auf der Seite ihres lustvollen Lebens. Sofern es auf der Seite ihres Konsums liegt, liegt es auf der Seite ihres erzwungenen Konsums. Ja? Und selbst so privilegierte Subjekte wie Sie oder ich sind zu einem bestimmten Konsum hier gezwungen, weil Sie können zum Beispiel auch es sich nicht leisten, ein analoges Leben zu führen. Sie müssen die neuesten Artikel im Internet lesen, und damit Sie das können, müssen irgendwo auf der Welt Server laufen, die eine ganz schlechte CO2-Bilanz haben. Ja, und damit Sie Ihre Auffassungen verbreiten können, müssen Sie sie natürlich in Zeitschriften und Büchern veröffentlichen, für die dann Bäume gefällt werden müssen und so weiter. Also da können wir ja selbst wir nicht anders, die wir in vieler Hinsicht sehr viel freier sind als andere. Aber viel schlimmer ist das, wozu Menschen sozusagen in der Produktion gezwungen sind. Ja? Viele Menschen finden keine Arbeit, als irgendwas zu machen, was vollkommen sinnlos ist, was niemandem Glück bringt, was nur erfundene Bedürfnisse befriedigt und ökologisch gewaltigen Schaden anrichtet. Ich glaube, da werden Sie mir zustimmen, weil Sie ja auch davon sprechen, dass man die Produktion zurückfahren muss. Ne? Aber was noch einen anderen Punkt betrifft, ich glaube, Sie sind politisch zu sehr Kantianer. Sie stellen sich jede fortschrittliche Bewegung als eine Agglomeration von autonomen Subjekten vor, die in sich sozusagen den Ruf der Freiheit spüren. Ich kann dagegen nur eine historische These anfügen. Ich glaube, erstens hat sich jede wirkliche Veränderung von Produktionsweisen in der Geschichte, ja, und das, worum es hier geht, ist ja eine Veränderung der Produktionsweise. Es geht darum, dass Kapitalismus hier an eine ökologische Grenze stößt, die uns alle letztlich umbringt, wenn wir so weitermachen müssen. Jede Veränderung einer Produktionsweise in der Geschichte ist gewaltsam verlaufen. Und jede fortschrittliche Veränderung einer Produktionsweise ist von Menschen, genau von solchen Menschen gemacht worden, die Sie als dressierte Affen bezeichnen. Ja, das waren Menschen, die mit dem Rücken zur Wand gestanden sind, die nichts mehr zu verlieren hatten und die deswegen aufgestanden sind. Ja, viele haben verloren, aber nur solche Leute können etwas bewegen und nicht die sehr aufgeklärten und sehr privilegierten Zirkel, die Sie da im Blick haben. Nein, nein, ich glaube nicht, dass ich da so viel privilegierte Subjekte oder Milieus oder gesellschaftliche Teilsysteme im Blick habe. Aber ich möchte noch an zwei anderen Punkten widersprechen. Nochmal, Sie bringen immer wieder so klassische Beispiele für Lebensverhältnisse, in denen Menschen, weil sie in Arbeitsverhältnissen stecken und Kredite abzubezahlen haben, nun gezwungen sind, das ökologisch Ruinöse zu tun und haben gar nicht so viel Freiheitsgrade. Ich behaupte, das ist wirklich Schnee von vorgestern. Ich würde sagen, dass wenn wir uns die ökologische Dimension der Lebensstile in den modernen Konsum- und Industriegesellschaften anschauen, dann war noch nie der Anteil der ökologischen Belastung in den Lebensstilen, der wirklich zurückzuführen ist auf freie Wahlmöglichkeiten, die nichts mit Zwängen zu tun haben, sondern nur mit, man würde sagen, mit reiner Selbstinszenierung, mit Selbstverwirklichung, war noch nie so groß. In den 50er Jahren war das so, dass der Kumpel, der da in der Kohlemine sich den Rücken krumm geschuftet und natürlich die Lunge versaut hat, letzten Endes da auch noch 12 Stunden gearbeitet hat und natürlich unter
was weiß ich, prekären Einkommensverhältnissen lebte, eingebettet war wirklich in ein Korsett der zwanghaften Verrichtung. Das ist heute so dermaßen nicht mehr der Fall. Das ist mir wirklich ganz wichtig. Und ein zweiter Punkt, wo ich Ihnen widersprechen möchte, aber das ist auch ein Missverständnis. Nein, ich gehe nicht davon aus, im Sinne einer kantianischen, vielleicht auch regulativen Idee, dass das autonome Subjekt plötzlich irgendwie eine Eingebung hat, vielleicht dadurch Bildung. Das wäre ja gar nicht so utopisch. Nein, ich spreche durchweg von sozialen Prozessen. Wenn ich von Avantgardisten und wenn ich von Reallaboren und Widerstandsnestern spreche, von einem Aufstand der Handelnden und sich Verweigernden, dann rede ich von Prozessen der sozialen Diffusion, die darauf beruhen, dass Subkulturen immer ein plurales Phänomen sind, aber eben nicht notwendigerweise ein Mehrheitsphänomen. So ist auch die Umweltbewegung entstanden, so sind auch in den linken Strömungen überhaupt Tendenzen entstanden, die sich auch irgendwann kanalisiert haben als Parteigründung oder sogar als parlamentarische Mehrheit. Das heißt also, der Homo sapiens ist für mich in erster Linie ein soziales Wesen. Das heißt, dass sein Handeln sich in Abhängigkeit befindet zu den beobachtbaren Handlungsweisen des für ihn oder sie relevanten sozialen Systems. Deswegen gehe ich nicht, wie Sie das gerade, das ist dann auch meine Schuld, wenn ich das nicht klar genug ausgedrückt habe, gehe ich nicht davon aus, dass man jetzt an einzelne Individuen appelliert. Es geht um Prozesse, die diffusionsoffen sind und die eine gewisse, ja, auch einen Hegemonieanspruch haben. Ja. Ich würd gerne das nochmal zum Anlass nehmen, um eine Frage, die mich am Anfang sehr beschäftigt hat und die auch jetzt im Laufe der Diskussion immer wieder vorkam, nämlich was bedeutet das für die Konzepte von individueller Lebensführung? Also welche Erwartungen darf man da jetzt in dieser privilegierten Runde schön vorm Bildschirm in einem beheizten, total modernen, tollen Museum da formulieren? Und ob jetzt der ökologische Fußabdruck von Helmut Haidt negativ oder problematisch ist, weil ich bestimmten Zwängen unterliege, oder ob mein Fußabdruck problematisch ist, weil ich im Rahmen der Wahlmöglichkeiten, die sich mir stellen, immer wieder in Konstellationen gerate, wo ich dann vielleicht Entscheidungen fälle, die problematisch sind oder die jedenfalls ökologisch nicht nachhaltig sind, weil ich dann auch nicht will oder so sage, ja, aber mir egal, ich fliege jetzt im Dezember nach La Gomera, weil ich brauche eine Pause und will das. Also diese Fragen sind ja welche, die sich konkret, also beim Einkaufen, in welchen Laden gehe ich überhaupt, wo kaufe ich ein, ist es moralisch geboten, in dem riesigen Sortiment von Joghurt im Supermarkt den zu wählen, von dem ich am ehesten vermute, dass dessen Ökobilanz besser ist als die von dem anderen Anbieter. Also das macht ja auch wenn man so will, übergriffige und schwierige dieses Themas aus, dass wir sozusagen mit Blick auf ein dringliches gesamtgesellschaftliches Problem, für das wir im Augenblick keine klare politische oder gesellschaftliche Lösung sehen, wo die Rahmenbedingungen verändert werden und ich dann quasi wieder einfach agiere, sondern wo es tatsächlich die Verantwortung dafür, da zur Lösung beizutragen, dem Einzelnen und der Einzelnen sehr stark zugeschrieben wird. Was würden Sie sagen, darf man da oder sollte man sich als erwachsener Mensch anziehen davon? Oder also welche Konklusionen für die eigene Lebensführung müsste man aus Ihren Perspektiven da ziehen? Na gut, das Prinzip Verantwortung, wie Hans Jonas es damals nannte, als eine Art Fortentwicklung oder Modifikation des kategorischen Imperativs von Immanuel Kant, ist für mich immer noch wegweisend. Verantwortbar zu leben ist die Minimalforderung, die ich an eine zivilisierte Gesellschaft stelle. Und das ist eine Problemlage, die ich nicht delegieren kann, indem ich sage, ach, ich bin da so ein Systemopfer. Okay, da haben Herr Faller und ich offenbar eine etwas andere Einschätzung, auch eine andere empirische Einschätzung. Das heißt also, ich brauche Heuristiken, ich brauche Regeln, ich brauche soziale Praktiken, die sich mit der Verantwortbarkeit meines Lebens auseinandersetzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Bildungsprogramm ist. Es ist für mich eine Katastrophe, dass also im europäischen Bildungssystem nicht das Pflichtfach ökologische Verantwortung für das 21. Jahrhundert existiert, wo jungen Menschen
ohne sie zu überfordern und ohne lustfeindlich zu sein, da hat ja Herr Faller recht, also wirklich vermittelt wird, in wirklich welchem Korridor letzten Endes Handlungsweisen darstellbar sind, sodass wir eben global gerecht innerhalb ökologischer Grenzen existieren können. Und dann darf man nicht pharisäerhaft sein. Das, was ich heute hier als Subjektorientierung ganz kurz apostrophiert habe, heißt ganz einfach, dass ich mir schon eine Vogelperspektive in Distanz zu mir selbst erlaube und mich frage, wenn ich 90 Jahre bin und dann auf der Bahre liege, wie kann ich die Frage beantworten, ob ich verantwortbar, ob ich nicht barbarisch, nicht ruinös gelebt habe. Gut, jetzt wird es etwas mathematisch, aber ich bin halt Wirtschaftswissenschaftler. Ich sage immer, was man nicht messen kann, kann man nicht managen, wird man auch nicht regulieren oder gestalten können. Also diese eine Tonne an CO2 pro Kopf und pro Jahr, über die eigentlich in den Nachhaltigkeitswissenschaften nicht gestritten wird, heißt, wenn ich 90 Jahre alt bin, muss ich mit 90 Tonnen an CO2 ausgekommen sein. Was da an Ausschweifung drin ist und wie ich die verbraten habe, diese 90 Tonnen, das möchte ich keinem vorschreiben, wirklich nicht. Mhm. Was sagen Sie dazu, Herr Faller? Also ein bisschen, also das mit den 90 Tonnen bei 90 Jahren ist ja ist eine total interessante Idee. Klingt ein bisschen. Die ist nicht von mir die Idee. Nee, nee. Umso, also ich habe sie jetzt von Ihnen gelernt. Insofern herzlichen Dank dafür. Ist das kleinliches Haushalten? Ist das oder wie stellen Sie sich zu dieser Frage nach dem gelingenden Leben? Nochmal abschließend, Herr Pfanner. Nun, ich fürchte, das Pflichtfach ökologische Verantwortung, von dem Herr Pech spricht, das gibt es schon. Dieses Pflichtfach heißt nämlich Kulturkapitalismus. Das ist eine neue Wendung kapitalistischer Bedürfnisproduktion, Menschen zusätzlich zu den Waren auch noch ein gutes ökologisches Gewissen als Bonustrack sozusagen zu verschaffen. Und ein Großteil von Verkaufsstrategien basiert auf diesem Prinzip. Und so kritisch sie sind in Bezug auf technologische Lösbarkeit von ökologischen Problemen, so blauäugig scheinen sie mir in Bezug auf diese kulturkapitalistische Verwertung individueller Verantwortlichkeitsbedürfnisse der Bestehung. Also ich glaube, dass auf dieser Ebene sich überhaupt keine politische Veränderung herbeiführen lässt, sondern dass das selber wieder eine neue schlaue List eines Systems ist, das immer wieder neue Bedürfnisse kreiert. Und wenn wir schon von Verantwortung sprechen, dann müssen wir, glaube ich, auch nüchtern einsehen, dass wir alle hier höchstens gezwungen sind, zwischen verschiedenen Varianten unserer Schädlichkeit zu wählen. Ja, vielleicht ist unser ganzes Leben leider eine einzige Folge von Ereignissen, in denen wir mehr Schaden anrichten, als wir nützen können, so gut wir es auch meinen. Denn wenn Sie nur zum Beispiel sich ansehen, was in der Mode passiert ist. Die Anthropologin Teresa Kuldova hat dazu ein sehr schönes Buch geschrieben, wo sie gezeigt hat, dass es in der Mode zunächst das Versprechen einer Ethical Fashion gegeben hat. In der Ethical Fashion wurde darauf geachtet, dass keine Kinder in Asien oder Afrika gezwungen werden, die Kleidungsstücke zu nähen. Da wurde also darauf geachtet, ja, keine Kinderarbeit. Wenige Jahre später kam mit sozusagen eine neue kulturkapitalistische Modewelle, die gesagt, ecological fashion. Ja? Also da musste darauf geachtet werden, dass das alles auch recycelbar ist und dass wir kein Plastik am Körper tragen, das dann die Weltmeere verschmutzt. Da war aber schon wieder vergessen, ob dieses nachhaltige Zeug dann nicht vielleicht doch von Kindersklaven zusammengenäht wurde. Also das, glaube ich, ist etwas, das nicht in unserer Hand liegt und da müssen wir, glaube ich, nüchtern sagen, wir wären gern zart und nicht so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Na gut, alles auf die Verhältnisse schieben, das ist schön bequem. Ja. Aber ich möchte was zum Kulturkapitalismus sagen. Also da haben wir wirklich ein Missverständnis. Dem stehe ich vielleicht sogar ähnlich kritisch gegenüber wie Sie, wenn wir dasselbe darunter verstehen. Wissen Sie, wir liegen jetzt in Österreich auch in Deutschland, bei 12 Tonnen CO2. Ich möchte da nochmal einhaken und müssen runter auf eine Tonne. Das müssen Sie mir dann erklären, wie das mit kapitalistischer Verwertung funktioniert. Es ist genau umgekehrt, dass dort, wo die Beispiele, die Sie jetzt gerade genannt haben, sind genau das andere, das, was ich nicht will. Als ich heute die Unterscheidung traf, ja, zwischen der ökologischen Modernisierung, diesem Versprechen, ja, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, auf der einen Seite und eben Postwachstumsökonomie. Also da ist es gerade so, dass ich
gut zeigen kann, empirisch und theoretisch, dass es nie gelingen wird, über kapitalistische Verwertungsmechanismen diesen Reduktionsschritt, den wir aber brauchen, wenn wir global gerecht innerhalb ökologischer Grenzen leben wollen, also diesen Reduktionsschritt zu vollführen, dann geht das eben nicht, genau gerade nicht mehr. Wir werden dann überhaupt nicht mehr Textilien von Arbeiterinnen in Sweatshops irgendwie produzieren lassen können, sondern werden wir es wieder selber tun müssen. Wir werden die Nutzungsdauer der Textilien verlängern. Wir werden den Akademisierungswahn überwinden müssen, indem Menschen nicht nur gut gebildet sind, sondern auch mit handwerklichen Fähigkeiten ausgestattet sind. Kann man auch Bildung nennen. Wird aber nicht gemacht. Ja. Es wird verunglimpft als Unbildung oder als bildungsfern oder so ähnlich. Es ist genau gerade mein Ansinnen, das zu verhindern, was Sie zu Recht jetzt kritisiert haben, aber mir komischerweise an wollen. Tja, ein guter Mensch sein, ja, wer wäre es nicht gern? Ich muss das jetzt zum Anlass nehmen, dieses Gespräch quasi mittendrin zu unterbrechen. In Ihrem Buch sprechen Sie auch kurz davon, Whisky kann uns einen triumphalen Abend bereiten, schreiben Sie, Herr Pfaller. Und das ist mindestens etwas, auch wenn das Triumphalische daran vielleicht noch mal präzisiert werden könnte, bei anderer Gelegenheit, worüber wir uns sicherlich einig sind. Insofern wünsche ich Ihnen beiden und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, dass dieses Gespräch anregend, inspirierend gewesen sein möge und Sie vielleicht bei einem Glas Whisky oder wenn Sie Mineralwasser bevorzugen oder Tee noch einmal... Nein, ich will auch Whisky. Sie kein Mineralwasser. Sehr gut. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden und ich freue mich, dass wir dieses gute Gespräch hatten und bei anderer Gelegenheit fortsetzen können. Ja, wir haben jetzt, wie vorhin schon angekündigt,